Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist Donnerstag, der 17. Oktober. Guten Morgen. Das Wichtigste für Sie an diesem Morgen: Auf dem EU-Gipfel sprechen die Staats- und Regierungschefs vor allem über Migration. Der Bundestag will die Krankenhausreform auf den Weg bringen und die EZB senkt aller Voraussicht nach ein weiteres Mal die Zinsen. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. In Sachsen sollen die Parteigremien von CDU, SPD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht über Sondierungen für eine Regierungsbildung entscheiden. Meta und TikTok stehen wegen Suchtgefahr vor Gericht. Interne Dokumente offenbaren alarmierende Details über die Auswirkungen auf Jugendliche. Die Apps führten bewusst zu Abhängigkeit. Bundesjustizminister Buschmann bringt eine Verlängerung der Mietpreisbremse bis Ende 2028 auf den Weg. Den entsprechenden Referentenentwurf hat sein Ministerium in die Ressortabstimmung innerhalb der Ampelregierung gegeben. Die Texte für den Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder treffen sich zum Gipfel. Sie beraten heute vor allem darüber, wie sie die irreguläre Migration nach Europa eindämmen können. Seit dem letzten EU-Gipfel Ende Juni hat sich in den Mitgliedstaaten einiges aufgestaut. So führte Deutschland wieder Grenzkontrollen zu allen neuen Nachbarstaaten ein. In Frankreich will die Regierung von Barnier den Kurs verschärfen. Und Polens Regierungschef Tusk hat angekündigt, er wolle das europäische Asylrecht vorübergehend aussetzen. Der Druck zu handeln und nicht erst abzuwarten, bis im Juni 2026 die EU-Asylreform in Kraft tritt, ist enorm gewachsen. Wie sich die EU-Kommission das weitere Vorgehen vorstellt, hat Präsidentin Ursula von der Leyen dargelegt. Sie nennt 10 Punkte, auf die sie sich konzentrieren will, wenn ihre neue Kommission im Amt ist, laut Plan vom 1. Dezember an. So will von der Leyen die Debatte über innovative Lösungen öffnen, also die Zusammenarbeit mit Drittstaaten. In ihrem Schreiben heißt es, wir sollten weiterhin mögliche Wege in Bezug auf die Rückkehrzentren außerhalb der EU erkunden, insbesondere im Hinblick auf einen neuen Gesetzesvorschlag zu Rückführungen. Demnach geht es darum, abgelehnte Asylbewerber in kooperationswillige Drittstaaten abzuschieben, die erst noch gefunden werden müssten. Der Grenzschutzbehörde Frontex zufolge sind die registrierten irregulären Grenzüberschreitungen in den ersten 9 Monaten dieses Jahres in der gesamten EU um 42% gesunken auf 166.000. Am stärksten ist der Rückgang auf der zentralen Mittelmeerroute und auf der Balkanroute. Um 15% gestiegen sind dagegen die Ankünfte auf der östlichen Mittelmeerroute. Auf den Kanaren haben sie sich auf mehr als 30.000 verdoppelt und an der östlichen Landgrenze sogar verdreifacht. Auf nunmehr gut 13.000 Menschen. Der Bundestag will heute die Krankenhausreform beschließen. Gesundheitsminister Lauterbach spricht von der größten Krankenhausreform seit 20 Jahren. Aber die Kritik an dem Vorhaben ist groß. Das Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Krankenhaus und zur Reform der Vergütungsstrukturen soll mehr Spezialisierung und weniger Bürokratie bringen. Unter anderem werden Fallpauschalen von Vorhaltepauschalen abgelöst. So soll verhindert werden, dass Kliniken medizinisch unnötige Operationen aus Umsatzgründen machen. Einheitliche Qualitätsregeln sollen Patienten zudem helfen, die beste Klinik für eine Krankheit auszusuchen. Vermieden werden soll etwa, dass viele Kliniken in einer Region Darmkrebs behandeln, aber dann nur wenige Fälle. Die Gegner der Reform zweifeln zumindest in Teilen an ihrer Verfassungsmäßigkeit und beklagen den Eingriff des Bundes in die Planungshoheit der Länder. Sie befürchten ein beschleunigtes Kliniksterben und eine unzulängliche Patientenversorgung. Auch die Krankenhausgesellschaft DKG erwartet eine Verschlechterung der Lage und fordert direktes Geld für die Kliniken. Lauterbach hält dagegen und warnt vor einem Scheitern. Dann hätten wir einen Scherbenhaufen und ein beispielloses Krankenhaussterben im nächsten Jahr vor uns, so Lauterbach. Unterdessen dürften die Krankenkassenbeiträge im kommenden Jahr stark steigen. Am Mittwoch empfahl der Schätzerkreis beim Bundesamt für Soziale Sicherung eine Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags um 0,8 Prozentpunkte auf 2,5%. Das wäre der bisher höchste Anstieg. Bundesgesundheitsminister Lauterbach begründet ihn so. Das ist ein sehr starker Beitragssatzanstieg. Der geht zum einen darauf zurück, dass wir Inflation und höhere Löhne gehabt haben. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Es gehört zur
Wahrheit dazu, dass unser System sehr ineffizient ist. Das teuerste Gesundheitssystem in Europa. Zum Teil ist die Qualität nur mittelmäßig. Es sind Strukturreformen in den letzten Jahren verpasst worden. Anfang November legt Lauterbach den durchschnittlichen Zusatzbeitrag offiziell fest. Scholz und Merz sind schon im Wahlkampf. Der Bundeskanzler und der CDU-Kanzlerkandidat greifen sich gegenseitig scharf an. Gestern Abend soll Olaf Scholz gegenüber der SPD-Fraktion indirekt mit der Vertrauensfrage gedroht haben. Grund dafür ist die offenbar fehlende Unterstützung vieler Sozialdemokraten beim sogenannten Sicherheitspaket, über das der Bundestag morgen abstimmen soll. Gestern verlangte der Kanzler dann vom CDU-Chef mehr Respekt vor denjenigen, die arbeiteten und die von der Ampel immer wieder gezielt entlastet werden. Respekt vor denen, die arbeiten, heißt übrigens nicht, dass man sie alle jeden Morgen einmal als faul beschimpft, wie das in der Union offenbar Mode geworden ist. Herr Merz kann gar nicht aus dem Bett steigen, ohne einmal zu sagen, hier wird zu wenig gearbeitet. Bei der größten Zahl von Erwerbstätigen, die es in Deutschland überhaupt gibt. Merz hingegen wirft Scholz vor. Auf der Tagesordnung unserer heutigen Sitzung steht die Abgabe einer Regierungserklärung durch den Bundeskanzler zum Europäischen Rat am 17. und 18. Oktober in Brüssel. Gehört haben wir eine vorgezogene, fast schon verzweifelte Wahlkampfrede eines Bundeskanzlers, der mit dem Rücken zur Wand und den Füßen am Abgrund steht. Merz attestierte Scholz seinerseits Handlungsunfähigkeit in der Migrationspolitik, eine Mitschuld an der Konjunkturflaute in Deutschland und Zögerlichkeit in der Ukraine-Politik. Erst wollte die Europäische Zentralbank im Oktober nichts ändern, aber jetzt werden die Zinsen wohl wieder gesenkt. Bei seiner heutigen Sitzung dürfte der EZB-Rat, Ökonomen zufolge, alle drei Leitzinsen wieder um 0,25 Prozentpunkte herabsetzen. Der EZB-Einlagensatz, den Banken für ihre Einlagen bei der Notenbank bekommen und der auch gewisse Auswirkungen auf die Sparzinsen hat, würde damit auf 3,25% sinken. Der Hauptrefinanzierungssatz, zu dem Banken sich Geld bei der Notenbank leihen können, auf 3,4%. Und der Spitzenrefinanzierungssatz für Übernachtausleihungen der Banken fiele auf 3,65%. Nach der EZB-Zinssitzung Anfang September hatte noch alles darauf hingedeutet, dass die Zinsen erst im Dezember wieder sinken würden. Dann waren aber in mehreren Euro-Ländern die Inflationsraten für September niedriger ausgefallen als erwartet. Zudem wird die Wirtschaftsentwicklung deutlich schwächer eingeschätzt. Daraufhin hatten sich sowohl EZB-Präsidentin Lagarde als auch Bundesbankpräsident Nagel offen für eine zeitigere Zinssenkung gezeigt. Eine Leitzinssenkung hätte wohl wieder Folgen für Sparer. Das Internetportal Verifox schreibt, seit der vorigen EZB-Zinssenkung im September hätten mindestens 346 Banken und Sparkassen ihre Festgeldzinsen gesenkt. Das entspreche einem Anteil von 69%. Thomas Tuchel soll die englische Fußballnationalmannschaft als neuer Trainer zum WM-Titel 2026 führen. Er habe viel Respekt vor seinem neuen Job, so Tuchel. I'm of course obviously very excited. Ich bin natürlich sehr begeistert und geehrt, hier heute als neuer Cheftrainer England zu sitzen. Ich bin begeistert, diese Reise im Januar zu beginnen, um unseren Traum in Amerika wahr werden zu lassen. Einige Fans und Medien kritisieren, dass ausgerechnet ein Deutscher das englische Team zum WM-Titel in Amerika führen soll. Tuchel reagiert darauf mit Humor. I'm sorry, I just have a German passport. Es tut mir leid, dass ich nur den deutschen Pass besitze, aber hoffentlich kann ich Sie überzeugen und beweisen, dass ich stolz bin, England-Trainer zu sein und ich alles dafür machen werde, diesem Amt und Land mit Respekt zu begegnen. Das Ziel für die nächsten 18 Monate ist nichts anderes als das Größte, das es im Weltfußball gibt. Und jeder kann sicher sein, dass ich alles geben werde, unabhängig von der Nationalität in meinem Pass. Sein Vertrag beginnt am 1. Januar. Zuletzt hatte Tuchel den FC Bayern trainiert und die Münchner im Sommer nach einer Saison ohne Titel im Unfrieden verlassen. Tuchel ist der erste deutsche Teammanager der Three Lions und der dritte Ausländer auf dem Posten. Im Juli war Southgate nach der EM-Finalniederlage gegen Spanien von seinem Amt zurückgetreten. Trotz des Erreichens des Endspiels war Southgate während des Turniers für die destruktive Spielweise seines Teams hart kritisiert worden.
Und dann haben wir noch diese Meldung. Zelensky will einen gerechten Frieden mit Russland ermöglichen. Heute wird auf gleich mehreren Konferenzen über die Lage in der Ukraine diskutiert und verhandelt. Zelenskys sogenannter Siegesplan enthält zum Beispiel die Forderung an die NATO, die Ukraine vor Ende des Krieges zum Beitritt in das Militärbündnis einzuladen. Zelensky bekräftigte außerdem seine Forderung, die von westlichen Unterstützern gelieferten Waffen ohne Reichweitenbeschränkungen einsetzen zu dürfen. Forderungen nach einem Einfrieren des Krieges oder nach Gebietsabtretungen an Russland erteilte er wieder eine klare Absage. Zelensky wird seinen Siegesplan heute auch auf dem EU-Gipfel in Brüssel vorstellen. Diesen Artikel und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf faz.net. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder ab 6 Uhr. Haben Sie einen erfolgreichen Tag und bis morgen. Thank you.